Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Eldorado 2. Ja, wir haben beim letzten Mal die Erlaubnis des Königs erhalten, auch wenn wir eben 50% vom Ganzen abgeben müssen, leider. Und holen uns hier schnell nochmal 10 Erfahrungspunkte. Und dann sollen wir uns jetzt tarnen, damit wir hier nach unten kommen. Ich habe jetzt das letzte Mal hier schon eine Pappschachtel gefunden und hier drüben ein Fass. Und schauen wir mal. Schachtelfass. Okay. Halt, stehen bleiben. Was hast du? Wir suchen nach dem Don. Der da sieht ihm doch gar nicht ähnlich. Oder hat der Don etwa einen vierjährigen Kopf? Weitergehen, immer weitergehen. Komplett anders aussehen, der Passant. Tja, hier ist er nicht entlang gekommen. Versuchen wir unser Glück woanders. Okay, die Wachen wurden überlistet und für diesen Trick erhält untereinander 50 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wo sind die jetzt? Weg. Na gut, so muss es laufen. Können wir eigentlich noch in das Hafenwachhaus rein? Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss zum Hafenmeister. Okay. Gehen wir mal zum Hafenmeister. Unten steht noch jemand mit der helle Bade. Wenn ihr ins westliche Indien segeln wollt, müsst ihr die Erlaubnis des Königs vorweisen, Don. Oho, was sehe ich? Ihr habt die Erlaubnis, Don. Dann wünsche ich euch frohe Fahrt und gutes Gelingen. Und sorgt euch nicht weiter um die Hafenkanonen. Ihr dürft nun auslaufen, ohne dass euer Leib in 1000 Stücke geschossen wird. Muchas gracias. Halt, im Namen Don Franciscos, bleib genau vor der Spitze meiner Hellebarde stehen, bis mein Herr eintrifft. Wir hauen mal ab. Gemeinheit, wie soll ich euch mit dem schweren Ding dann verfolgen, Don? Aber hier kommt ihr nicht vorbei. Gehen wir jetzt nochmal hier rein. Vielleicht bringt uns das jetzt was. Naja. Das ist wirklich blöd. Könnte ich denn da reinkommen? Nee, nicht wirklich. Okay, probieren wir uns mal vielleicht zu tarnen. Meine Kollegen scheinen irgendjemanden zu suchen, Don. Aber mir sagt ja wieder niemand was. Wisst ihr vielleicht, um wen es geht? Tja, willkommen im Club. Okay. Dann, tarnen? Don, was genau treibt ihr da? Mist, er ist einfach zu schlau. Diskutieren. Aus dem Weg, Soldat. Ich habe eine königliche Erlaubnis. Ich habe meine Befehle. Ich habe eine Erlaubnis. Ich habe meine Befehle. Ich habe eine Erlaubnis. Ich habe meine Befehle. Karamba, der ist ja mit allen rhetorischen Wassern gewaschen. Wer wagt es, sich zwischen den Don und sein Gold zu stellen? Jemand mit einer derart langen Hellebarde, die euch einen kleinen Degen in Abstand hält. Gebt auf, Don, ihr könnt mich nicht treffen. Karamba, der Kerl hat üblerweise recht.
Sieh zu, dass du dir das einfallen lässt, Pedro. Tja. Mit was fange ich denn an? Seil? Au. Vielleicht das Muttchen oder hier. Das war Quatsch. Komm her, kleines Schweinchen. Komm auf meinen Bratspieß. Okay. Was war das? Eine Kurbel? Kuchen? Die Maus ist auf jeden Fall platt. Seil? Da kommt ein Hühnchen raus. Jetzt das Muttchen? Ah, Kuchen! Was ist das? Nee, das ist schon wieder Quatsch. Oh. Mist. Haben wir da jetzt Lebenspunkte verloren? Ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet. Okay. Also. Dann brauchen wir das hier, den Kuchen, die Maus erledigen, das Seil, dann die Omi. Aha. Okay. Und jetzt? Ah, cool. Meine Hellebarde. Meine Hellebarde. Glaub nicht, ich wüsste nicht auch mit dem Degen zu kämpfen, Don. Das war gut. Tja, wir können auch mit dem Degen kämpfen. So, jetzt machen wir auch mal eine Zweier-Kombo. Tja. What? Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Ach ja. Na gut. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Das wollte ich nicht. Also. Das ist Rätsel, das ist ja schön einfach, schön einfach, schön klein. Komplett unproblematisch. So, angel uns den Hai hoch, Pedro.
Don Francisco wollte eigentlich lebend, aber den Ärger nehme ich auf mich. Es ist mir eine zu große Freude, euch zu töten, Don. Das glaube ich gern. Wieso zwei Treffer? Aber wir machen ihm auch irgendwie keinen Schaden, fällt mir gerade auf. Das ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Wieso machen wir ihm keinen Schaden? Können wir ja nur abhauen eigentlich, erstmal zumindest, aber was bringt uns das? Gar nichts, wenn ich zum Schiff will. Das ist wirklich doof. Aber ich habe jetzt auch kein Geld, um mir hier was Neues zu kaufen. Oder könnte ich was verkaufen? Ich könnte ja mal die Wolfsfälle noch verkaufen. Kerzenleuchte, Kaffeebohne. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 4,89. Okay. Rote Kopftücher, da verkaufen wir mal noch 3. Dann können wir uns hier auf jeden Fall den Kürass kaufen. Und das Ganze ausrüsten. Ja, bringt doch ein bisschen was. Schlecht ist es nicht. Gleich noch wieder verscheuern. Okay. Und hier gab es ja auch nichts weiter. Eine Heilung. Kaufen wir mal noch eine. Ach, die zwei stehen jetzt hier oben. Aufgestellte Wachen. Oh je, das sieht gar nicht gut aus. Der Herr strafe euch, Don. Ihr seid ein furchtbarer Mensch. Ein ganz furchtbarer Mensch. Jetzt hier eigentlich soweit alles erledigt. Aufwägende Betrachtungen 1. Beißet das entdeckte Land nun armländisches Indien oder doch trefflicher Heiligkreuzland oder doch Papagaionien? Abwägende Betrachtungen 2. Bekanntlich verfügt der Neuinder über einen gewaltigen Fuß und trägt kein Haupt, verfügt vielmehr über ein gefräßiges Maul direkt am Bauch. Wer sagt dies nur aus unseren braven Hutmachern und Schustern, die sich bereits auf mannigfache Geschäfte freuten? War doch schon mal irgendwas. Das mit dem Code, den Code, wir müssen doch irgendwo den Code herkriegen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die Frage hier. Nee.
hatten wir ja alles schon. Ich frage mich nur. Ich klicke jetzt hier nochmal alle an. Die hatten wir auch schon. Ja gut, das wäre ja Quatsch. Dann draußen ist alles voller Sevilla. Ach ja. Die Frage ist nur... Cool, ich kann mir die sogar anschauen. Westindien, Spanien, Proviantinsel. Okay. Das Problem ist wirklich, sobald man reinkommt, wird man getötet. Komisch. Also da kann man irgendwie so nichts machen. Nicht schön, nicht schön. Ich wüsste bloß auch nicht, was ich jetzt noch weiter machen soll. Also ich muss ja gegen ihn kämpfen. Aber wenn wir ihm keinen Schaden machen, dann bringt das ja auch wieder nichts. Das ist das Problem. Na gut, wir probieren es nochmal. Mal schauen, vielleicht wird es jetzt doch was. Ich glaub's zwar nicht, aber gut. Wieso Treffer? Ich habe abgeblockt. Spitze Ende in den Dorn, das Spitze Ende in den Dorn, wartet nur, gleich gelingt es mir. Naja, wer es glaubt. Probieren wir auch nochmal eine Kombo. Verstehe ich nicht, warum das manchmal irgendwie nicht richtig reagiert. Na, man muss nicht alles verstehen.
Wir machen keinen Schaden. Das ist echt merkwürdig. Hä? Ach, ich verstehe es nicht. Irgendwas gebreakt. Jetzt haben wir hier einen Bug auf jeden Fall. Es geht nichts mehr. Vor allem, ich verstehe es nicht, dass ich ihm keinen Schaden mache. Das ist mein Problem. Also jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Bug. Jetzt geht nichts mehr. Sehr gut. Ich wüsste jetzt auch bloß nicht, wie es hier weitergehen soll, wenn ich ihm keinen Schaden mache. Nicht, dass wir hier jetzt echt einen Bug ausgelöst haben, aber wodurch? Das ist die Frage. Na gut, ich werde es rausfinden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Eldorado 2. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.